So, extra Vorstellung der Siebenkämpferinnen. Ivana Dadic, 25 Jahre alt. Verena Breiner, 24, beide aus Oberösterreich. Und dann Nafi Thiam, die Titelverteidigerin. Jetzt stehen sie schon an der Startliste, Startlinie. In der Startliste sowieso. Sieben Athletinnen jetzt, die Bahnen 3 und 5. Also von links gesehen die zweite und die vierte Athletin sind für uns interessant. Für die Gesamtwertung natürlich auch dann die Bahnen 6 und 7. Nafi Thiam, die große Belgierin, Teamkollegin oder Landsfrau von Norwitz, ist so überlegen mit ihren Bestwerten, dass sie sich nur selbst schlagen wird können. Hat allerdings Verletzungssorgen. Ivana Dadic, Bestleistung 6552 Punkte von der EM in Berlin, wo sie knapp als Vierte geschlagen war, hinter drei ganz starken Athletinnen. Nadine Brussen, sehr erfahrene Niederländerin, die wieder zurück ist nach großen Verletzungsproblemen. Jetzt endlich wieder fit, war auch in Götzis. Und die österreichische Rekordhalterin heißt Verena Breiner, hat zwei Wettkämpfe bestritten und beide gewonnen heuer. 6591 Punkte. Und die Siegerin von Götzis steht hier, Katharina Johnson-Thompson, Hallenweltmeisterin in Birmingham. Überaus talentiert seit Jahren, aber einige Zeit hat es gedauert, bis sie auch ihre Erfolge feiern konnte. Und das ist die Olympiasiegerin von Rio, Weltmeisterin Nafisato Thiam. War über den Winter verletzt, hat aber dann einen Wettkampf bestritten, den in Talence mit 6819 Punkten gewonnen. Das ist natürlich überragend. Und Anikons, eine der sogar vier US-Amerikanerinnen am Start. In diesem Bewerb, da können unsere Athletinnen in jedem Fall mithalten. Beste Zeit hält Katharina Johnson-Thompson mit 13,29, aber nur unwesentlich langsamer. Thiam, Dadic und auch Breiner. Also das wird einmal schon ein schöner, direkter Vergleich mit den Besten dieses Faches. Mehrkampf. Alles, was unter 13,5 wäre, wäre ein Riesenbeginn. Ja, eine Kunst auch recht gut. Johnson Thompson, Ivana Dadic erwischt. Einen ganz, ganz üblen Start. Verena Breiner wird hier Zweite. Super Laufzeit von Johnson Thompson. Aber für Ivana Dadic ist der Siebenkampf praktisch beendet. Was ist da passiert? Überhaupt nicht reingekommen. Die eine völlig fassungslos über ihre neue Bombenbestzeit, Johnson Thompson. Aber uns schockt natürlich der Auftakt von Ivana Dadic. Die hat sich jetzt einmal hier um 0,2 Sekunden verbessert und die Ivi ist draußen. Breiner 13,25. Freude und Leid bei den Österreicherinnen. Die eine rennt Bestzeit, die andere nicht ins Ziel. Meine Güte. Verena Breiner, das darf man nicht vergessen, 13,25 persönliche Bestleistung. Johnson Thompson, die natürlich hier mit den 13,09 auch gleich einmal mächtig anschreibt. Aber ich bin natürlich jetzt schon sehr gespannt auf die Zeitlupe. Da ist alles okay. Also am Start hätte ich kein Problem gesehen, war nicht der optimale Start. Sie ist dann natürlich deutlich verdeckt, Ivana Dadic. Da kommt sie nicht mehr hin, sie kommt mit den Schritten nicht hin. Sensationell Verena Breiner, die wollen wir da nicht untergehen lassen, aber jetzt ist natürlich der Schock einmal da. Schauen wir noch einmal, was ist da? Es ist jede Hürde eigentlich gut genommen. Doch was im Oberschenkel. Ah ja, doch ein Stich. Da ist sie das ganze Jahr über gesund, das ist ja ärgerlich, wirklich. So haben wir sie alle noch gelobt, die ganzen Trainer und Betreuer, dass sie ihre Sportler und Sportlerinnen hier in super Form, und die super Form hat sie ja gehabt, hierher bringen und dann fährt es im Oberschenkel ein. Schade, tut mir wahnsinnig leid für Ivana Dadic. Und wir fokussieren uns auf den zweiten Bewerb im Siebenkampf. Das ist der Hochsprung und in dem ist Katharina Johnson-Thompson eine Weltklasse-Athletin und zeigt das auch. Im Hochsprung nach der Bestleistung im Hürdensprint ist die Britin auch im Hochsprung absolut top.
matcht sich da mit Nafisa Tutyam zu extremen Höhen. Wir sind bei 1,95 Meter. Das ist Weltmeisterschaftsbestleistung. Und sowohl Tiam als auch Johnson-Thompson überqueren diese Höhe. Machen damit enorm viele Punkte. Und es bahnt sich der Zweikampf um Gold schon sehr früh in diesem Wettkampf an. 1,98 schaffen beide nicht. Verena Breiner gelingt eine Leistung von 1,77 Meter. Damit ist sie voll im Plan und kann sich auf die Disziplin Nummer 3 Kugelstoßen konzentrieren. Da geht es gleich einmal deutlich über 14 Meter. 14,21 Meter im ersten Versuch. Damit ist Breiner auch in der dritten Disziplin. Entweder auf Fahrplan oder sogar noch besser wie etwa zu Beginn im Hürdensprint. Nafisa Tutyam, die hat eine Ellbogenverletzung erlitten. Man sieht es auch an der Bandage. Da ist gerade im Kugelstoßen natürlich das Ganze sehr problematisch. Schafft trotzdem. 15,22 Meter ist damit auch die beste im Kugelstoßen. Aber vielleicht nicht ganz der erhoffte Wert, mit dem sie sich auch absetzen kann von der vielleicht nicht ganz so starken Kugelstoßerin Katrina Johnson-Thompson. Aber die belehrt uns alle eines Besseren. Nach zwei schwachen Versuchen stößt sie die Kugel auf 13,86 Meter. Das ist eine enorme Verbesserung. Und im Siebenkampf, da zählen die Punkte und das ist damit auch punktemäßig ein Riesenschritt wieder für Katrina Johnson-Thompson. Dieser Bestleistung, ja, schiebt sie sich nah ran an Nafisa Tutyam. Und über 200 Meter, da ist die Britin sowieso die absolute Nummer 1 im gesamten Feld. Läuft hier mit Verena Breiner. Und läuft auch vorne weg. Abschluss des ersten Tages. Und Johnson-Thompson läuft wieder eine hervorragende Zeit. 23,08 dann korrigiert offiziell. Verena Breiner überzeugend, wird Fünftbeste in 23,96. Das ist wieder Bestleistung für die Oberösterreicherin. Deshalb steht es nach Tag 1 so. Johnson-Thompson fast 100 Punkte vor Nafi Tiam, dann drei US-Amerikanerinnen. Und Verena Breiner als Sechste. Sehr, sehr nah dran an der möglichen Bronzemedaille. Dann Tag 2 der Weitsprung. Breiner hat lang gebraucht in ihrer Karriere, mal die 6-Meter-Marke überhaupt zu erreichen. Und hat sich aber gerade im letzten Jahr in dieser Disziplin enorm steigern können. Und es gelingt ihr hier gleich ein Satz auf 6,27 Meter. Im ersten Versuch, das ist schon einmal Bestleistung. Und damit hat sie alle Trümpfe in der Hand. Für die weiteren zwei Versuche. Sie steigert sich dann sogar noch auf 6,36 Meter im zweiten. Beste Serie ihrer Karriere und auch der beste Sprung ihrer Karriere. Katrina Johnson-Thompson, 6,32 ist für ihre Begriffe im ersten Versuch sehr wenig. Aber dann kommt der zweite Satz und der geht auf 6,77 Meter. Und wieder ist die Britin, auch in der mittlerweile fünften Disziplin. Perfekt in Form, punktgenau zur Stelle. Ist hier mit Abstand die Beste im Weitsprung. Und Nafi Tiam zum Beispiel, die schafft nur 6,40 Meter, bleibt unter ihren Möglichkeiten. Damit gibt es für Katrina Johnson-Thompson einen ganz großen Vorteil, bevor es zum Speerwerfen geht. Mehr als 200 Punkte hat sie Guthaben und im Speerwurf überrascht sie ein weiteres Mal. Schafft hier 43,93 Meter. Das ist schon wieder eine überragende Steigerung für die nicht gute Speerwerferin im Weltklassefeld. Und das Problem, das Nafisa Tutyam hat mit ihrem verletzten Ellbogen, schafft sie nur 48,04 Meter. Das ist weit unter Bestleistung. Mehr als 10 Meter hat sie da schon weitergeworfen. Und Verena Breiner, die kann vor dem abschließenden 800er noch einmal sich Platz 3 hier so richtig festigen. Und das gelingt ja auch mit einem
Wieder super Wurf auf 46,68 Meter im letzten Durchgang. Noch einmal fast 1,5 Meter gesteigert gegenüber dem zweiten Versuch. Und damit ist dieser dritte Platz für Verena Breiner schon sehr, sehr realistisch. Denn hinter Johnson Thompson, die klar voranliegt, und Nafi Thiam. Und Verena Breiner ist über 800 Meter eine der Besten. Jetzt tut es natürlich weh, gleich sind 600 Meter absolviert. Johnson Thompson von vorne weg zu Gold, das ist unbestritten. Erster WM-Titel für die Götzis-Siegerin dieses Jahres. Und dann Verena Breiner, wir schauen erst nachher, wo Nafi Thiam ist. Verena Breiner gegen Bugger, das wird das Duell jetzt sein um die Bronzemedaille. Kann sie mit der Amerikanerin mithalten? Dann reicht das. Es sind nur noch ein paar Meter. Auch die Zeit ist grundsätzlich nebensächlich. Gold für Katrina Johnson-Thompson und überzeugende Bronzemedaille für Verena Breiner, Österreich. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Da kommt die Silberne mit 2,18. Die verliert noch 12 Sekunden. Ganz egal, geschenkt. Die Medaillen sind glasklar vergeben. Details 2:07:26. Noch einmal ein persönlicher Rekord für KJT, Katrina Johnson-Thompson. Und der britische Rekord von Jessica Ennis-Hill ist Geschichte. Sie macht 6.981 fantastische Punkte. 2:08:88, die Zeit von Verena Breiner. 6.560 Punkte. Nicht Rekord, aber Bronze. Und damit gibt es die zweite Medaille wieder in Bronze bei diesen Weltmeisterschaften für Österreich. Die erfolgreichste WM damit jetzt schon. Und für Verena Breiner geht ein Traum in Erfüllung. Sie holt die erhoffte Medaille für Österreich im Siebenkampf. Das ist unbeschreiblich. Also ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht glauben. Die Kind gerade die ganze Welt umarmen. Ich bin unglaublich dankbar für die Arbeit, was einfach mein Team auch rund um mich geleistet hat und die das alle möglich gemacht haben, und wirklich unbeschreiblich. Wann ist in Ihnen während des Wettkampfs so der Gedanke gekommen, ich könnte es schaffen aufs Podest? Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich erst vor dem 800er gemerkt, das kann ich schaffen. Es war im Ausschlag gegeben, dass ich am zweiten Tag einen wirklich guten Weitsprung abgeliefert habe und dann einen guten Speerwurf noch. Und eben nachdem ich gewusst habe, ich bin jetzt auf Platz 3 und die 800 Meter meine Stärke sind, habe ich gewusst, ich kann jetzt noch schön runterlaufen und mir einfach die Bronzemedaille sichern. Medaille de Bronze, repräsentant l'Autriche. Aus Ebensee, 24 Jahre alt. Bronze Medalist, representing Austria, Verena Breiner. Verena Breiner, 6.560 Punkte, 31 bleibt sie unter ihrem österreichischen Rekord.